Servus Leute, wie ihr seht, bin ich in Kathmandu angekommen und auch gut. Wenn ihr wissen wollt, wie ich hierher gekommen bin, welche Komplikationen ich gehabt habe und welche Bekanntschaften ich geknüpft habe, dann unbedingt dranbleiben. Servus Leute, ich mache noch mal kurz eine Zusammenfassung. Also ein Freund hat mich am Wiener Flughafen gebracht. Dort hat es noch das eine oder andere Problem gegeben mit dem Paket abgeben, also mit dem Fahrrad. Hat aber dann auch irgendwie gepasst. Wir sind über Wizz Air, also ich bin über Wizz Air geflogen. Und von dort dann ging es dann weiter nach Kuwait. Der Anflug Kuwait war sehr cool. Also die Landschaft muss man sich vorstellen wie auf einer Mondlandschaft. Es sind so lauter kleine Teiche und es vermutlich auch noch vom Krieg ist, so Einschläge von Bomben, und die sind dann aufgefüllt worden mit Wasser. Da haben sie super Fischteiche dort, auch ein Vorteil. Und überall sieht man so kleine Fackeln, weil die haben da Ölreserven, und von dort kommt dann auch Gas raus und das fackeln sie gleich ab. Das geben sie nicht in Gaspipelines, das ist in, wollen sie einfach nicht und fackeln sie einfach ab. Deswegen sieht man da überall Fackeln und Sand und solche kleinen Teiche, sehr spannend. Sind dort angekommen, haben dann noch Probleme gehabt mit dem Fahrrad. Ich habe das eigentlich gebucht gehabt, dass ich das Fahrrad dazu nehmen kann, noch weiter auf Dubai weiter und dann auf Nepal. Da hat es da Probleme gegeben und ich habe dann nochmal drauf gezahlt, nicht geholfen. Da haben sie mir auch noch die Fahrradkette weggenommen, weil sie gedacht hatten, das ist eine Waffe und die kann ich nicht mitnehmen im Handgepäck. Wenn ihr mal so eine Reise macht, stellt euch schon mal auf sehr viele Komplikationen ein. Wie wir dann in Dubai angekommen sind, hat sich dann herausgestellt, dass wir eine Dreiviertelstunde Verspätung gehabt haben und den Anschlussflieger nicht mehr geschafft haben, und ich habe wirklich alles versucht. Ich bin ins Taxi gestiegen und zum anderen Gate gefahren. Das ist in Dubai ein ziemlich großer Flughafen und weite Strecken muss man da zurücklegen, und ich habe einfach gleich mal das Taxi genommen. Die Leute haben gesagt, hey, go to the Taxi, fast. ich bin da mitgefahren mit dem Taxifahrer, habe dann den Flieger doch nicht erwischt, habe dann zum Glück alles bezahlt bekommen von Fly Dubai. Das war schon praktisch. Wäre sich nie ausgegangen, eine halbe Stunde von einem Gate ins andere. Unmöglich an so einem großen Flughafen wie in Dubai. Und habe dann im Hotel übernachtet, habe alles bezahlt bekommen, das Essen, wirklich gutes Essen. Und dann sind wir abgeholt worden, haben einen eigenen Chauffeur bekommen, auch alles bezahlt worden, und sind dann in den nächsten Tag, natürlich ausgeschlafen, in den Flieger eingestiegen und sind am Abend in Nepal angekommen. Und in Nepal, es war ein sehr cooler Flughafen, also gelandet, und ich habe noch nie so eine unsanfte Landung gehabt von einem Flieger, und nicht ohne Grund einer der gefährlichsten Flughafen der Welt. Und ausgestiegen, die haben dann noch meinen Koffer absolut demoliert und ein bisschen mein Fahrrad, aber das habe ich dann zum Glück wieder alles hinbekommen. Haben es mich dann vom Flughafen, bin ich ins Taxi eingestiegen und war dann ungefähr um 3 in der Früh im Hostel, wo ich hier jetzt bin, und habe die letzten Tage einige Besorgungen gehabt, und ja, ihr seht die nächsten Videos dann. So Leute, jetzt ist der vierte Tag in Kathmandu, und ich habe jetzt gerade witzige Begegnung gehabt. Ein Mädel kommt auf mich zugerannt, und also die habe ich vom Vortag kennengelernt. Die habe ich nur gefragt eigentlich, ob man da irgendwo Karten kaufen kann, und also eine Karte für dieses Everest-Tal, dass ich da offline auch noch mobil bin, also dass ich mich noch auskenne, mich navigieren kann.
Und dann ja, sind wir so wieder ins Reden gekommen und war ganz sympathisch. Und dann zum Schluss haben wir gesagt, ja, schauen wir noch, vielleicht gibt es noch andere Karten. Genau dieselbe Frau, dasselbe Mädel kommt auf mich zugerannt. Und ja, stürmt aus dem Büro und rennt man nach. Und ja, war recht witzig. Auf jeden Fall, ja, mal essen gehen heute und mal schauen. Vielleicht passt noch ein bisschen was von der Stadt oder von Elbestal. Kannst mir da ein bisschen helfen. Und die Leute sind extrem freundlich. So, servus Leute. Ich habe jetzt den Philipp kennengelernt. Der ist Radreisender. Der ist von Deutschland gekommen, auf Nepal, ein bisschen weiter schon gefahren als ich. Und wir kaufen jetzt ein bisschen Radequipment, also Fahrerkette muss ich eben kaufen. Die haben es mir am Flughafen abgenommen, weil es gab dann diese gefährliche Waffe. Und genau, und dann noch die Ausrüstung, weil es gibt was Neues. Ich mache jetzt den Trip zum Everest Base Camp. Ich werde morgen angehen, am sechsten Tag, und die ganze Ausrüstung kaufen für das Everest Base Camp. Jacke, alles drum und dran, was dazugehört. Genau, super, dranbleiben. So Leute, ihr wundert euch wahrscheinlich auch, wieso wir jetzt ein Rad schieben. Das ist, weil der Philipp, der hat einen Platten, der hat das Rad jetzt neu stehen lassen. Das müssen wir zum Fahrrad schon schieben, Laden schieben. Und er hat mir gerade ein paar wichtige Informationen gesagt, wegen Myanmar. Also ich wollte ja eigentlich auch durch Myanmar fahren. Und das war sehr schwer, ein Visum zu beantragen. Bis jetzt noch nicht bekommen. Und jetzt weiß ich auch den Grund. Also dass jetzt der Bürgerkrieg aufgehört hat. Das ist also eigentlich offiziellen Seiten seit einem Jahr einigermaßen Frieden dort ist. Das ist eigentlich eher falsch. Da ist ein Militärputsch gewesen und das ist jetzt gerade momentan eine Militärdiktatur am Herrschen und genau, deswegen ist es sehr unratsam, da jetzt durchfahren. Kannst du über den Landweg auch gar nicht durchfahren, fast unmöglich, er hat das jetzt auch bestätigt nochmal. Also Myanmar wird ziemlich sicher nichts werden und auch wenn man durchfährt, kann es leicht sein, dass sie ihn als Geisel nehmen und ziemlich problematisch. Okay, also ich sitze gerade im Reisebüro mit der sehr netten Dame, die was mir letztens so gut informiert hat. Folgendes ist jetzt passiert, also das Rad, da haben wir jetzt einen Service gemacht, das erste Mal jetzt. Und also das erste Mal da jetzt in Nepal, in Kathmandu. Nur ein bisschen Update und es geht jetzt weiter zum Everest Base Camp. Und jetzt haben wir die ganze Ausrüstung gekauft und so schaut das aus. Und ich kann euch schon so viel sagen, die Schuhe haben mehr gekostet, als wie das restliche ganze Equipment, was ich gekauft habe, mit Spikes, mit Daunenjacke, mit Rucksack, mit allem. Sie ist ein bisschen schüchtern, okay. Also war eine gute Entscheidung, dass ich das nicht von zu Hause mitgenommen habe. Und ja. Es ist wieder eine Sache aufgetaucht. Also ich habe 3 Wochen in Österreich versucht, dass ich ein indisches Visum beantragt. Die haben mir dann geraten, ein E-Visum zu machen. Kann über ein Land einreisen. 3-mal angerufen beim Konsulat. Sind anscheinend nicht kompetent genug, dass sie das wissen. Ich bin angekommen jetzt in Indien. Da haben sie heute jetzt auch wieder gesagt, dass ich ein neues Visum brauche. Ein Stempelvisum oder ein Stickervisum in meinen Pass rein. Jetzt muss ich das nur um einen Tag verschieben, weil das dauert bis zu einem Monat, das Visum beantragen. Und jetzt habe ich einen kennengelernt, der kennt wen bei einem Visum, also bei einem Konsulat, und da kann es sein, dass es ein bisschen schneller geht. Und ja, hoffe, das wird dann bald erledigt, sonst muss ich ein bisschen länger Zeit verbringen in Nepal. Und dann übermorgen geht es endlich los zum Everest Base Camp. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich schon, wenn ihr dabei seid.